Hallo Dino, wie geht es dir? Hast du Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig! Naja, du weißt, was zu tun ist. Drück das Dino-Rad und wir sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Schau, es ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir feiern den Frauentag. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir feiern den Frauentag im Park und werden Farben lernen. Dino, hast du Lust, beim Geschenke-Einpacken für den Frauentag Farben zu lernen? Als erstes brauchen wir unsere Geschenke. Schau mal, Einwickelpapier, eine Schleife und Klebeband. Auf geht's in den Park, mal schauen, welche Farben wir lernen können. Bereit? Bist du bereit, dein Geschenk einzupacken? Okay, fangen wir an. Dino, tu die braune Schachtel in die Mitte des lilanen Geschenkpapiers. Hervorragend, Dino. Jetzt musst du die braune Box mit dem lilanen Geschenkpapier einpacken. Perfekt, Dino. Jetzt musst du das Geschenk mit dem gelben Klebestreifen zukleben. Fantastisch! Und jetzt tu die rosa Schleife auf dein Geschenk. Klasse, Dino! Du hast ein Geschenk eingepackt. Du hast heute viele Farben gelernt. Weißt du noch, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Du hast die Farben lila, braun und gelb und rosa gelernt. Dein Geschenk ist für Dina. Fröhlichen Frauentag, Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Schaut, es ist das Zahlenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir gehen bowlen. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir werden im Park bowlen gehen, um Zahlen zu lernen. Dino, Dina, habt ihr Lust, mit Schneemannkegeln bowlen zu gehen? Ja, ich mag es auch, bowlen zu gehen. Als erstes brauchen wir Schneebälle. Bereit? Seid ihr bereit, eure erste Zahl zu lernen, Dinosaurier? Okay, fangen wir an. Dino, wirf deinen ersten Schneeball. Hervorragend, Dino. Du hast einen Kegel umgeworfen. Alles klar, Dina, du bist an der Reihe. Gut gemacht, Dina. Du hast zwei Kegel umgeworfen. Okay, Leute, noch eine Runde? Dino, kannst du drei Kegel umwerfen? Okay, auf geht's. Perfekt, Dino. Du bist dran, Dina. Kannst du die letzten vier Kegel umwerfen? Klasse, Dina. Du hast alle vier umgeworfen.
Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute so viele Zahlen gelernt. Könnt ihr euch noch an alle erinnern? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Zahlen 1, 2... Ja, Dina. Und 3 und 4 gelernt. Gut gemacht, Leute. Ihr könnt wirklich toll bowlen. Wie bitte, Dino? Du möchtest einen Pokal? Aber na klar, ihr habt doch beide gewonnen. Viel Spaß mit euren Pokalen, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Naja, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, was wir heute lernen. Schaut, es ist das Vatertagsfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Es ist das Grillfeld. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir werden für den Vatertag im Park grillen lernen. Dino, Dina, habt ihr Lust, etwas übers Grillen zu lernen? Ja, ich mag es auch zu grillen. Als erstes brauchen wir unsere Grillausrüstung. Bereit? Seid ihr bereit, die ersten Gegenstände zu lernen, die ihr für ein Vatertagsgrillen benötigt, Dinosaurier? Okay, Dino und Dina, ihr tragt sie schon. Hervorragend, Dino. Väter brauchen eine Chefkochmütze zum Grillen. Okay, Dina, du bist an der Reihe. Gut gemacht, Dina. Väter brauchen auch eine Schürze. Okay, Dinos, können wir weitermachen? Dino, kannst du die Grillschale öffnen? Okay, auf geht's. Perfekt, Dino. Du bist an der Reihe, Dina. Welche Gegenstände, die wir fürs Grillen für den Vatertag brauchen, siehst du in der Grillschale? Klasse, Dina. Wir brauchen einen Grillwender fürs Grillen für den Vatertag. Was brauchen wir noch, Dino? Ganz genau, Dino. Wir brauchen auch eine Grillgabel. Was ist der letzte Gegenstand, Dina? Das ist richtig, Dina. Wir brauchen einen Ofenhandschuh. Gut gemacht, Dino und Dina. Wir haben heute so viele Grillutensilien gelernt. Wisst ihr noch, welche das waren? Das ist richtig, Dino. Eine Chefkochmütze? Eine Schürze? Ja, Dina. Und einen Grillwender, eine Gabel und Ofenhandschuhe. Gut gemacht, Leute. Fröhlichen Vatertag! Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig! Also, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, worüber wir heute etwas lernen. Schaut, es ist das Formenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir spielen mit einem Spielzeugkran. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir spielen im Park mit dem Spielzeugkran das Formenspiel. Wie aufregend! Dino, Dina, habt ihr Lust, diesen Kran zu benutzen, um das Formenspiel zu spielen? Das habe ich mir gedacht. Dann schauen wir uns mal den Spielzeugkran an. Bereit? Okay, dies sind die Formen, die wir in die richtigen Öffnungen tun müssen. Seid ihr bereit? Okay, Dino, du fängst an. Das ist ein Dreieck. Wo wird es wohl passen, Dino? Gut gemacht, Dino. Okay, Dina, du bist an der Reihe. Das ist ein Quadrat. Wo wird es wohl passen? Gut gemacht, Dina. Du hast recht. Okay, Dino, du bist als nächstes.
Das ist ein runder Zylinder-Dino. Wo wird er passen? Tut mir leid, Dino, aber das ist nicht die richtige Öffnung. Versuch es noch einmal. Richtig, Dino. Ein runder Zylinder kann nur in eine runde Öffnung passen. Gut gemacht. Okay, Dina, versuch du es noch einmal. Das ist eine Sternenform, Dina. Wo wird sie wohl passen? Perfekt, Dina. Jetzt bist du an der Reihe, Dino. Das ist eine achteckige Form, Dino. Wo wird sie wohl passen? Ja, Dino, da passt sie perfekt. Wir haben heute so viele Formen gelernt. Könnt ihr euch noch an alle erinnern, meine lieben Dinosaurier? Ein Dreieck, ein Quadrat, ein runder Zylinder, ein Stern, ein Achteck. Was für ein tolles Spiel wir gespielt haben. Und weil ihr so toll gespielt habt, habe ich eine Überraschung für euch. Mögt ihr Karussells? Habt Spaß, meine kleinen Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, meine Lieblingsdinosaurier. Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Sehr schön. Dann benutzen wir mal das Dino-Rad. Ich frage mich, was wir heute lernen werden. Schaut, wir werden etwas über Musik lernen. Schallplatten, wie aufregend. Und wir werden in den Park gehen. Also heute werden wir mit Schallplatten im Park verschiedene Arten von Musik kennenlernen. Auf geht's! Alles klar, spielen wir die erste Platte. Willst du das machen, Dina? Also, Dina, was meinst du, was für eine Art von Musik ist das? Ja, das ist klassische Musik. Gut gemacht. Okay, Dino, du bist dran. Okay, Dino, was meinst du, was für eine Art von Musik ist das? Ja, Dino, es ist Reggae. Du bist dran, Dina. Wow, klingt das cool. Ich frage mich, wie man diese Musik nennt. Das ist richtig, Dina. Das ist elektronische Musik. Du bist dran, Dino. Die klingt sogar noch cooler. Was für eine Art von Musik ist das? Das ist Disco. Du hast absolut recht, Dino. Alles klar, meine Lieblingsdinosaurier. Gehen wir die Arten von Musik nochmal durch, die wir heute gelernt haben. Das ist klassische Musik. Das ist Reggae. Das ist elektronische Musik. Und das ist Disco. Ich muss schon sagen, ihr seid nicht nur sehr klug, ihr seid auch tolle Tänzer. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina. Genießt ihr den sonnigen Tag heute? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Okay, Dinosaurier. Dino, würdest du den Knopf drücken am Dino-Rad und herausfinden, was wir heute lernen werden? Oh, wie aufregend. Es ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden etwas anmalen. Ich frage mich, wo? Dina, sieht das nicht aus wie ein Bild von deinem Haus? Ich denke, das heißt, wir werden etwas über Farben lernen, während wir dein Haus anmalen, Dina. Ist das nicht cool? Okay, Dinosaurier. Holen wir uns Farben und Pinsel und fangen an.
Wow, schau dir all die tollen Sachen an, die wir hier haben, um dein Haus anzustreichen, Dina. Wir haben Farben, wir haben Pinsel und sogar Rollen. Großartig, dann fangen wir an. Wow, Dina. Dein Haus braucht auf jeden Fall eine Schicht Farbe. Magst du die erste Farbe aussuchen, Dina? Weißt du, was das für eine Farbe ist, Dino? Das ist richtig. Dina hat Orange für die Wände ausgesucht. Hast du Lust, die nächste Farbe auszusuchen, Dino? Dina, kannst du uns sagen, welche Farbe Dino ausgesucht hat? Das ist richtig, Dina. Dino hat blaue Farbe für das Dach ausgesucht. Also, wie wäre es jetzt, wenn wir die Eingangstür streichen? Also, du würdest sie gerne rosa anmalen, damit sie zu dir passt, Dina? Okay, dann tun wir das. Schau dir das an. Du hast jetzt eine rosa Tür, Dina. Okay, Dino, du darfst als letztes entscheiden. Welche Farbe sollen wir benutzen? Oh, also du möchtest etwas in deiner Farbe anmalen, Dino? Und könnt ihr beide mir sagen, was für eine Farbe das ist? Das ist richtig, Dino hat die hängenden Blumenkörbe gelb angemalt. Wir haben Orange für die Wände benutzt, Blau für das Dach, Rosa für die Tür und Gelb für die hängenden Blumenkörbe. Das war's, Dina. Dein Haus ist fertig. Gut gemacht, Dinosaurier. Was für einen tollen Tag wir heute hatten. Vielen Dank für die Hilfe beim Farbenlernen, Dinosaurier. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Was für ein schöner sonniger Tag. Toll, dich zu sehen. Siehst du all die Seerosen auf dem Fluss? Schau, sie sind wunderschön. Sie sind gelb, blau und sogar rot. Meinst du, es würde Spaß machen, auf sie zu springen, um den Fluss zu überqueren? Großartig. Auf geht's. Fangen wir mit den gelben Seerosen an. Bist du bereit, Dino? Wow, fantastisch! Du hast es geschafft, Dino! Machen wir mit den blauen weiter. Schau, Dino, du kannst auch auf den Baumstamm springen, um den Fluss zu überqueren. Jetzt, Dino, spring! Gut gemacht, Dino. Ich bin beeindruckt. Und zum Schluss die roten Seerosen. Sei vorsichtig, Dino. Da sind Steine im Fluss. Unglaublich. Du bist wirklich flink. Das war so cool, Dino. Sollen wir die Farben wiederholen? Seerosen sind gelb, blau und rot.
Wir hatten heute viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.